Gute Show. Was geht ab YouTube? Euer German is back am Stüssel für euch mit einem weiteren Video. Und zwar heute mal mit unlogischen Dingen in GTA 5. Und damit meine ich nicht nur im Online-Modus, sondern generell im Spiel GTA so. Und da ist die Liste sehr lang, Leute. Ihr wisst es, jeder, der GTA selber spielt, der hat auch schon so seine eigene Liste, die er sich gerade so im Kopf bildet. Und es fängt an bei fliegenden Motorrädern, geht hin bis zu, ach, ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen, Leute. Guckt euch einfach das Video an und wir fangen einfach mal an. So, als allererstes hätte ich da schon mal diese ganz simple Tatsache einfach, da fuckt sich jeder von euch drüber ab, ganz klar, die Polizei in GTA Online so. Und ich glaube, die haben ihre ganz eigenen Gesetze hier in GTA. Und zwar, man rammt ein Polizeiauto, man zeigt dem Polizisten Mittelfinger oder sowas, sodass man halt eben einen Stern bekommt. Und Leute, das hier ist der Dank dafür, das ist eure Strafe quasi, die brauchen keinen Richter, Leute, die erschießen euch einfach. Ihr rammt die Polizei mit dem Auto oder so, ihr zeigt den Mittelfinger und die erschießen euch einfach. Zum Glück ist das im Story-Modus ein bisschen besser geregelt und da wird man zumindest vernünftig verhaftet und wird nicht direkt abgeknallt. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, Achtung, schwarzer Humor, wortwörtlich. Franklin ist ja eigentlich schwarz, eigentlich, wenn es jetzt Klischee wäre, müssten die Polizisten den ja erschießen, oder nicht? So, der nächste Punkt ist einfach ganz simpel, da hat sich auch jeder von euch schon mal bestimmt Gedanken drüber gemacht. Und zwar ist das einfach der Zug. Oder auch einfach der rollende Panzer, das ist mehr als ein Panzer, das ist der Zug, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das noch beschreiben soll. Leute, ihr wisst es selber, jeder, der GTA spielt, der kennt den berüchtigten Zug in GTA. Jeder kennt ihn, jeder hat Angst davor, keiner stellt sich vor ihn. Bremsen kennt er nicht, wenn da einer auf den Schienen steht, ne, da gibt der einen Scheiß drauf, der fährt einfach drüber, volle Pulle. Und selbst wenn da ein Panzer auf den Schienen steht, dann macht er auch keinen Halt vor. Der Zug ist nämlich von der Deutschen Bahn, der hat Verspätung, der hat keine Zeit zum Anhalten. Der rast einfach durch und nimmt alles mit, wie man hier gerade sehen kann. Und er schleudert selbst einen Panzer in die Luft. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen so ein Panzer wiegt, aber ich glaube, der macht einem Zug schon ganz schön Konkurrenz. Und da geht zumindest auch in Real Life der Zug bei zu Bruch. Aber nein, der Zug ist einfach stärker, Leute. Keine Chance gegen die Deutsche Bahn. Und das ist auch der eine Punkt. Und der Punkt ist aber noch nicht ganz vorbei, und zwar wollte ich jetzt noch ein bisschen genauer auf diesen Punkt eingehen, Leute. Wenn wir den Zug nicht mit einem Panzer stoppen können, womit können wir es dann? Ob dieser Kipplaster uns wohl diese Frage beantworten kann? Allerdings gibt es ein paar Probleme, und zwar habe ich diesen Kipplaster am Hafen abgeholt, hier bei der Militärbasis, bei Illusion Island, und ich komme einfach nicht mit dem weg, weil der einfach nicht unter den Straßenschildern und so weiter durchpasst. Deswegen musste ich mich erstmal durch das Hafengebiet schlängeln, um irgendwie zu gucken, dass ich mit dem Kipplaster irgendwie die Straßen entlang komme, weil wie gesagt, der ist einfach zu hoch für diese Straßen. So, bis wir dann bei den Schienen waren, sind erstmal so ein paar Minütchen vergangen, bestimmt so 5 bis 10 Minuten, da kann ich euch jetzt mal vorspulen. So, wie gesagt, so nach ungefähr 5 bis 10 Minuten, die ich euch jetzt hier gerade mal ein paar Sekündchen vorgespult habe, weil das müsst ihr euch echt nicht antun, 10 Minuten lang mit Tempo 20 zuzugucken, wie ich mit dem Kipplaster durch die Großstadt fahre und ein Auto nach dem anderen platt mache. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei den Schienen, wie man hier sehen kann, und jetzt müssen wir eigentlich nur auf den Zug warten. Ich versuche gleich mal eben den Kipplaster irgendwie so hinzustellen, dass er sich verkeilt, wenn der Zug kommt. Das heißt, dass er nicht weggedrückt werden kann. Dann bin ich einfach mal gespannt, was passiert. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen saftigen Abgang hier aus dem Kipplaster, weil wir werden sonst direkt draufgehen und dann sehen wir ja nicht, was passiert, ne? Und ich weiß jetzt schon, das wird eine sehr unlogische Situation hier gleich. Das wird alles, ne, hier richtig
Ja, Los Santos Physik, die ist einfach ein bisschen anders als in Real Life so. Und steht der Lastwagen hier schon gut? Eigentlich ja, ne? Oder der Kipplaster, nicht Lastwagen. Der steht da eigentlich ziemlich gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er zukommt. Und dann sollten wir uns ein bisschen von diesem hier, von dem Kipplaster wegbewegen. Ansonsten endet das hier in einer Fleischpresse, wenn ich zwischen der Wand und dem Kipplaster und dem Superzug. So, da hinten kommt doch schon der ICE von Köln nach Hamburg. Und jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen aus dem Staub, weil er hat 30 Minuten Verspätung. Der hat es ein bisschen eiliger heute. Und der kann da auch keine Rücksicht auf LKWs nehmen. Oh mein Gott, der kommt immer näher. Er schiebt ihn einfach weg, Leute. Guckt es euch an. Ich will gar nicht wissen, wie viel so ein Kipplaster an Tonnen wiegt, ne? Aber das ist eigentlich schon so ein Kampf von Augenhöhe. Und er schiebt einfach das brennende Wrack vor sich her. Und es glitscht einfach unnormal rum, Leute. Das muss man sich mal geben. Und der Kipplaster ist einfach nach oben geglitscht. Ich würde sagen, seems legit, Leute. Und das ist auf jeden Fall eine unlogische Sache. Ja, genau. So gut, ich habe mich jetzt hier so festgeschnitten bei diesem Stopp dem Zug, bei dieser unlogischen Sache mit dem Zug. Und deswegen belasse ich es auch erstmal bei diesen beiden unlogischen Dingen. Bei 60 Daumen nach oben machen wir 50, erstmal easy wieder anfangen, die Community ein bisschen wieder aufbauen. Bei 50 Daumen nach oben haue ich die zweite Folge von unlogische Dinge in GTA raus, dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, Leute. Sorry, ich musste einfach so ein bisschen genauer auf das mit dem Zug eingehen, einfach weil ich hatte diese Idee mit dem Kipplaster und diesem Cinematic und so. Und dann hat mich diese Idee irgendwie gefangen genommen so und dann habe ich das umgesetzt und jetzt ist es eigentlich schon, in meinen Augen ist das Video fertig so. Es dient halt mehr der Unterhaltung so. Und ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, 50 Däumchen nach oben und Folge 2 wird dann gemacht und direkt hochgeladen oder ich versuche es dann so bald wie möglich hochzuladen. New in LS ist auch gerade, wie gesagt, am Dreh. Es kommt jetzt auch die Tage, das habe ich im letzten Video auch schon mal gesagt. Allerdings verzögert sich das Ganze nochmal um ein, zwei Tage, weil wir halt eben noch einen Synchronsprecher brauchen und wir noch keinen passenden Termin gefunden haben, aber wir machen das jetzt dann die Tage und ihr wisst, Leute, ich gebe mein Bestes, macht es nicht gut, macht es besser, haut da rein und jetzt nochmal eben zum Schluss, ich hoffe, der Abonnent sieht es, ich habe nämlich einem Abonnenten versprochen, hier ist der Kommentar mal eben kurz eingeblendet, dass ich eben das Alpaka-Outro nochmal einblende, weil er vermisst das Alpaka so sehr, das tut mir echt leid, Bro. Hier hast du nochmal dein Alpaka und danach kommt das normale Outro, Leute, haut da rein, macht euch noch einen schönen Tag und ich bin weg. Macht es nicht gut, macht es besser. Peace. Der German left the game. Hope that we feel this way forever.